Ruf dich Schwein, willkommen zu einer neuen Folge Tech Town. Hier mit uns. Mit uns. Geh doch mal nach draußen und guck mal. Ja, ich bin gerade schon bei dem Siebs zu Besuch. Rüber. Ich soll zu Siebs rüber. Ja, wir können ja eigentlich mal besuchen. Ja, ich bin gerade schon da. Was ist denn bei Chili? Er hat sogar so eine Einflugschneise hier. He has a little bit of a Pilz bildet. Also, Kian, du kannst übrigens deine Rüstung auch unsichtbar machen, wahlweise, wenn du möchtest. Weiß ich. Invasion. Hey, warum hast du denn jetzt diese Türsteher-Rüstung? Hä? Ist der irgendwie jetzt näher an? Das ist schon die ganze Zeit. So, oh, das kenne ich noch gar nicht. Nein, ist einfach größer, oder? Die Hütte, nein, auch die Hütte unten ist hübsch. Da mache ich erstmal ein Screenshot von. Labutzas? Ja, die Steinhütte hier, die er gebaut hat, ist hübsch. Aber sie ist aus Wolle. Und Peter hat seine Festung auf Doom erweitert, er ist auch Spitzen. Hä? Ist er wieder zu Hause? Ja, doch. Ja, guckst du hier? Er hat seine Festung auf Doom erweitert. Ja, jetzt haben wir bestimmt gespoilert. Alter, vor allem wie viel Zeug er lagert in seinen Tanks. Aber krass, unnötig. Mob-Essenz. Das ist einfach alles. Das ist die Flüssigkeit, die du haben kannst. Redstone. Mann, Peter. In the Bonker. Ja, wenn wir schlechte Zeiten haben. UU-Meter, Andi. Lass UU-Meter absaugen. Ich glaube, du kannst diese Portable Tanks daran setzen. Dann zieht er das raus. Suck it up, biatch. So, dann. Also vom Ästhetischen her finde ich aber unseres noch am besten. Ja, definitiv. Okay, unser ME-Terminal ist down. Ja, richtig, weil wir keinen Strom haben. Weil, ich find, wir ist ja auch logisch, der Controller... Kack mal runtersetzen. Ja, deswegen, nee, genau. Weil der Punkt ist ja, dass der Controller nicht mehr Strom kriegt und so, ist ja logisch. Deswegen, ja, ich würde sagen, jetzt ist Final Rip-Off. Wo stellen wir aber unten den Stromcontroller auf? Und vor allem mit welchem Strom powern wir ihn? Das ist ja hier die Frage aller Fragen. Doch hier sind so endlos viele Resonant Energy Cells, die einfach voll sind. Mit EU? Ja, eigentlich schon, ne? Weil, das System kommt ja, EU ist forever. Ja, wegen den Dings. Dann würde ich sagen, machen wir hier. Ne, wo machen wir jetzt erstmal? Ja, doch, den Controller könnten wir auch in diese Wand hier machen, oder? Was ist ein Controller? Was ist ein Controller? Ja, wo der Strom reinkommt. Achso, dieses bunte Ding, ja. Ja. Oder Stop. Wo sonst? Ja, an die Wand muss erstmal Glas. Also, ne? Du weißt. Ja, aber dann da drin. Ja, ist da der drin, Controller. Also kannst du ihn da quasi reinsetzen, richtig, Kilian. Ja, das meine ich doch. Ja, das ist. Und dann mache ich da auch den Crafting-Monitor hin, oder? Wo den hin? Hä, wir brauchen den doch oben. Ja, wir können auch oben und unten haben. Ja, auch einer hin. Ja, schadet ja nicht. Ja, egal, ich setze erst den Controller um, dann mache ich gleich einen neuen Terminal. Neues Terminal. Ja. Gut. Andi, du meintest vor der Folge irgendwas mit Sand und Andi und Glas. Ja, können wir leider gerade nicht. Dun, 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 dun. Dein Blitz ist so einfach so nutzlos. Ja, überhaupt nicht. So richtig nutzlos, Andi. Das Einzige, was es mit dem Blitz bringt, ist, dass du damit Chester pimpen kannst. Ansonsten macht er kaum Schaden, ist total sinnlos. Der Blitz ist sinnlos wie ein Pinsel ohne Farbe, Andi. Hör auf. Ist aber nicht so nutzlos. Natürlich. Okay, warte, darf ich die Nummer abschießen? Ja. Aber das war jetzt aber nicht der. Das war jetzt aber nicht. Der Blitz ist ja nur für den Show-Effekt da drin. Wo ist mein Stuff? Der liegt da hinten. So. Power to the system, my friends! Apropos, was mir gerade so auffällt, unser ganzer Kram läuft ja gerade sogar nur mit dem Solar Power Gedöns, ne? Mhm. A little bit crank, I mean. Naja, es sind schon ziemlich viele. Ja, klar. So dann, komm mal her. Mhm. Hol dir mal Sand aus dem System. Ja, mach ich. Kian, geht das oben noch? Ja, geht jetzt wieder. Ich hol Sand aus dem System. Wie viel so? Wie viel so? Ein Stack. Einer reicht, nicht zwei? Ja, erstmal ein. Okay. Ich meine, ich kann die Smelterie auch noch größer bauen, aber brauchen wir eigentlich nicht. Und die. Warte, erstmal trotzdem. Punkt entfernt. Ach, scheiße, ich muss das hier erst wieder verbinden. Novelle Success Terminal available, my friend. So, und jetzt? I know. Ja, kommst du her? So. Grabbelt das Feuerchen da an? Smeltery Controller? Ja, ich stelle schon mal die ganzen Automatik. Automatischen Dinger hier auf an. So, jetzt sehe ich hier so ein, links so ein, quasi so ein Inventar.
Richtig, jetzt machst du einfach Shift auf rechts, Shift-Links-Klick auf den Sandhaufen, den du in der Hand hast. Ey, ist voll. Ja, und jetzt geht's los. Siehst du, wie es schmilzt? Siehst du, dass der ganze... Ja, du kannst noch mehr reinhauen. Hol noch mehr Sand. Ich habe extra gefragt, nicht mehr als ein Stack. Du, ja, du kannst, glaube ich, zwei Stacks reinballern. Hol noch mehr. Ist gerade mal halb voll. So. Kann man das jetzt hier wieder zuballern? Hol ich mal zwei. Baller das Ding voll. Mehr geht nicht. Es gehen nicht mal zwei Stacks. Zwei Stacks sind 128. Ja, anderthalb es ungefähr. 17. Ich könnte ihn auch noch größer machen, aber ist unnötig. So, und jetzt? Gleich haben wir ganz viel geschmolzenes Glas. Wie sieht das aus? Cool. Und dann kann man daraus White Stained Glass machen. Ja, und du bist auch normales Glas erstmal. Und Kian, eigentlich wäre es besser. Ist es nicht noch effektiver, wenn wir quasi das Eisen hier mitschmelzen? Aber es dauert zu lange. Halt's mal, Andi. Nee, und ist es, glaube ich. Nein, ist es nicht. Weil jetzt mache ich ja. Macerator macht doch mal zwei, ne? Und dann noch die Washing Machine. Die Washing Machine macht noch diesen Abfallgedöns. So, und quasi aus einem Tiny Pile kann man einen Kupfer machen. Was ist das? Purified? Das ist das Richtige, genau. Das daraus wird ein Barren und aus dem Tiny kann man halt noch zusammenkraften. Jetzt die Frage, ist das effektiver? Klar, weil wie viel kriegst du aus deiner Schmelze? Weiß ich nicht. Ich glaube aus einem irgendwie vier? Niemals. Es ist auf jeden Fall langsamer. Doch. Es aus ist deutlich langsamer. Doch, bei meiner Schmelze ist es, glaube ich. Ein Hour-Block ist, glaube ich, gleich ein Block, oder? Okay, dann wollen wir vielleicht mal die restlichen... Oh, warte, kann ich gleich mal ausprobieren, Kian. Wollte ich gerade sagen, probier's mal aus. Ich gehe auch mal. Ja, ich würde sagen, gleich den Rest mal runter, ne, Don? Möchtest du gucken, wie es aussieht? Warte, er geht gerade schlafen. Bett. So, so erstmal verschwindet jetzt hier der restliche Abfall. Der keinen Sinn mehr hat. So, und jetzt? Sieht immer noch genauso aus wie vorher, Andi. Nee, weil der obere Sand noch nicht geschmolzen ist, warte. Gleich ist er. Gleich. Warte. Wait for it. Es verschwindet einfach. Es schmilzt ja nicht. Nein, es verschwindet eben nicht. Da unten ist doch schon die Glaslache drin. Ach, das ist Glas? Ja. Wow. Siehst du? Jetzt noch mehr Sand reinfüllen? Das ist molten Glas. Ja, jetzt kannst du noch mehr Glas Sand reinballern. Wir haben jetzt schon 104 Glasblöcke da drin quasi. Alter, das ist ja ein bisschen schneller als vorher, kann das sein? Ja, klar. Wie lange müssen die jetzt reifen? Ja, gar nicht. Siehst du doch hier, links werden die jetzt aufgefüllt automatisch. Ja, dann hol mal raus. Ich muss die nicht rausholen, die sind automatisch im System. So, komm doch her. Komm her. Süß. Wo bist denn du? Hm? Was für Glasblöcke, wie heißen die? Clear Glass heißt das. Ah, gut. Haben wir 1900 von. Was? Wo haben wir das denn? Das war noch die letzte Ladung wahrscheinlich. Bist du sicher, dass das nicht das noch von Leo war? Das war leer? Der hat doch nicht 1900. Doch, der hat ganz viel damals gemacht. Sicher? Ja. Tonnenweise. Das hat er dann tonnenweise rübergekarrt, irgendwie über zwei, drei Folgen hinweg. Ja, jetzt sind wir autark. Ja. Egal, jetzt haben wir noch eine Schmelze hier stehen. Ist doch schön. Doch, ich crafte das, warte. Gut, dass wir uns jetzt hier. Ich dachte, du hättest im System geguckt damals. Kilian! Ja, nicht mit Andi. Mitdenken darf nicht vorausgesetzt sein. Hey, natürlich! Halt die Fresse. Spaß. Nein, jeder macht mal Fehler. Außerdem, ich find's geil, dass wir jetzt ein eigenes haben. Ja, vor allem, genau, jetzt will ich mich autark. Außerdem müssen wir ja die Halle unten ja auch gefunden. Außerdem können wir uns selbst unsere Werkzeuge machen, wenn wir noch welche brauchen. Zum Beispiel Fancy Axes oder Andi, so. Andi, gib's mir bitte White Stained Glass. Warte. Bam, bam, Thanks. Bam, Thanks. Bam. Thanks. Nicht vergessen, also auf der vierte Block, also quasi erstmal nur bis zur dritten Höhe. Wieso sieht die unterste und die zweitunterste Reihe unterschiedlich aus? Das sieht doch gar nicht. Irgendwie, dann ist es bei mir einfach ein Lichtbug. Hier, guck mal. Hast du vielleicht nicht auf Fancy die Grafikeinstellung? Jetzt war ja mein Pattern Code, ne? Ah, jetzt geht's. Hier oben kommt dann Blackstained. Zeug drauf. Also quasi drei White erstmal. Ja, genau, erstmal drei White hoch überall. Meinst du? Aber auf jeden Fall haben wir jetzt eine vollautomatische Schmelze. Man muss sie nur nachfüllen halt. Aber wenn man. Hast du nicht gerade vollautomatisch gesagt? Sie ist automatisch.
Nein, da wollte ich nicht hin. Ich sehe so automatisch wie ein Kaffeeautomat. Nur man muss nein, eben wie eine Automatikmaschinenpistole. Nur, dass man 808, Super 8. Muss ich nachladen, sonst macht sie alles von alleine. Naja, aber irgendwann muss man sie ja sauber machen. Oder ölen. Du weißt, was ich meine. Finde ich, ist mir auch egal. Platz haben wir hier. Ah, perfekt. Die Mauer ist gerade dick genug, dass ich an der Mob-Farm vorbei noch Kabel führen kann. Ja, war alles so geplant. Alles so geplant, sichi. So, ach, es ist so schön, wenn oben immer mehr Kabel verschwinden. Ja. Allgemein, wenn Kabel verschwinden, ist das schön. Übrigens, die ganzen Backkabel sind irgendwie weg, ne? Wie auch immer. Die Backkabel? Ja, die verbackten Kabel. Ja, ich weiß, ja, das war letzte Folge, hast du nicht aufgepasst? Ja, ja. Da bei mir hat es ja nicht mehr gebacken, dann habe ich sie alle abgebaut. Ne, es war nach der letzten Folge. Das war gar nicht eine Aufnahme. Don't know, man. Wie machen wir das jetzt eigentlich mit der Wand? Wie endet die hier, Killian? Give me a second. Ist kurz hier double checken. Give me a second after midnight. Okay, hier funktioniert was nicht. Ah, ne, oder ist die dauerhaft am Pumpen hier? Oh, der ist 24/7 am Pumpen. Dom, kannst du dich mal kurz. Siehst du mich in der Wand? Dom, hast du keinen Kleeglas, ne? Doch. Dann bau weiter. Ist schon zu tief? Ja, ich warte. Da ist Killian. Und jetzt? Du bist. Wo bin ich denn? Ein bisschen tief bist du. Oh. Hallo. Da muss ich mal kurz auffüllen. Kurz das Kabel von der Mobfalle hierher bringen. Und der Rest jetzt bis nach oben hin, Andi, ne? Jupp. Ja, jetzt müssen wir uns mal überlegen, ne? Ja. Was? Ja, wie hoch wir quasi im Hauptraum die Decke machen. Also du brauchst jetzt nicht bis nach ganz oben hin das Glas machen. Ja, wieso? Ich dachte, wir machen da so einen Balkon, da muss doch die Decke genauso hoch sein, wie sie jetzt ist. Na? Du Lappen. Nee, ich glaube, du verstehst nicht, was ich meine. Ihr wolltet doch hier so einen Balkon machen. Ja. Ja, also muss die Decke hier genauso hoch sein, sodass wir quasi das Glas bis zur Decke hochstecken. Wo ist denn für dich die Decke? Ja, warte. Mach mal die endgültige Höhe, wo Decke ist. Ja, hier halt. Also, warte. Ich bin etwas abgedriftet. Hier. Nee, nix da, weil da gucken wir doch von unten gegen den Weg gegen. Wie hässlich ist das denn, bitteschön? Ah, genau, wir wollten doch Dings da drunter machen. War da einfach Slaps dran? Nee. Oh, nee. Nicht Slaps. Oh, nee. Däum, musst du alle von unten anschließen hier mit dem Strom? Ja. Warum? Weil's cool ist. Nee, lass mal bitte die vorderen zwei wegmachen, damit ich auch von unten abzapfen kann. Mach weißt? Den. Und hey, bringt ja auch nichts, fließt ja nach vorne durch. Ja, sonst muss ich so gehen. Ja, dann kapp. So und dann runter. Dann kapp die vorderen beiden ab. Nee, das bringt doch nichts. Nee, stopp, dann machst du doch so, wie du es eben gezeigt hast. Nein, das ist doch scheiße. Mach's doch bitte, Kian. Das sieht scheiße aus. Das sieht toll aus. Ihr müsst aber bedenken, die haben alle. Der Output ist viel effizienter, weil wir immer nur eine einzeln anzapfen. Im Prinzip, ja, wenn das aussieht wie ein Igel quasi. Also, wenn wir hier einen Output machen, machen wir es aber nicht, weil es scheiße aussieht. Däum, der Strom. Dann können wir aber viel mehr rausholen. Ist uns egal. Nein, das brauchen wir aber auch nicht bei den Maschinen. So. Ich sehe da keinen Vorteil. Mach's doch so, wie du es eben gesagt hast. Nein, das ist total häslig. Hä, so wie du es dann, wo ist der Sand? In meinem Inventar. Ja, pack ihn doch hier hinten rein. Ja, was weiß ich, dass es fertig ist. Du kannst das Ding einfach weiter befüllen, ist doch nicht voll. Wofür brauchen wir das? Einfach machen, wenn es cool ist. Autark. Glaubst du, wir kriegen da den Macherbonus? Ja. Guck dann, weil so sieht's dann so aus. Hallo. Da habe ich noch eins. Okay, übrigens, unsere Tintenfischfarm war die beste Idee, die wir jemals hatten. Oh, wir müssen noch die Farmen umsetzen. Nee, wieso? Oder was meinst du jetzt? Also den unteren Kram. Die Mobfalle passt ja alles. Nee, den unteren Kram unserer Tierfarmen, weil da hängt ja noch die ganze. Ach so, ja, klar, das kommt auch noch. Chacke-Station. Ja. Schön scheiße. Däum, möchtest du dich mitbeteiligen an der Wand? Mach ich doch gerade. Ich überleg nur gerade, also noch höher. Oh. Das sieht richtig fancy aus. Und dann noch Lampen rein, ne? Wie, hä? Bist du dumm? Ja. Ja, warum hast du kurz gezögert? Ich hab überlegt, was für Lampen wir da reintun. Das klang gerade erst so, ich will da gar keine Lampen reinmachen. Geht doch nicht. Ja, ich frage, was machen wir für Lamps da rein?
Wollten wir nicht diese Illuminatoren reinmachen? Also, die sehen so altbacken aus, finde ich. Welche Lampen ja, sehen denn modern aus? Sonst? Meine sind ja angeblich Leggedy-Leck-Leck. Ja, wir können ja ein paar von Kian hier verteilen. Nein! Zuschauer haben dann auch nochmal, haben das mehrfach reingeschrieben. Ja, aber so schlimm können die. Was ist denn mit der Bright Lamp? Abgelehnt, dafür brauchen HSLA. Was ist HSLA? Solche Ingots. Stahl. Was da unten? Ich wette, Andi verkackt einfach das Rezept zu lesen. Nein! So. Der braucht HSLA-Stil für. Abgelehnt. Ja, hab ich doch gesagt! Classic. Sind die keine vernünftigen Lampen? Peter beschwerte sich doch darüber auch schon mal. Was sind Elvery Light? Ich finde diese Road Lights sehen, glaube ich, hier ganz cool aus in der Wand. Wie schreibt man die? Road Light. Du meinst, nein, das ist doch dann auch in dieser Road-Fassung. Ja, aber das sieht voll cool aus, wenn du das so einzeln hast, Kian. Invert. Probier mal. Craft einfach mal eins. Einfach mal nur aus dem Spaß. Wir haben ja Road. Hit the road, Jack. Aber wir haben keine Redstone. Keine Redstone-Lampen. Denn wir haben. Das habe ich mal eingespeichert. Wir haben keinen Glowstone. Achso, Redstone-Lampen, ja, okay. So, guck mal, Däumel. Also sag mir nicht, dass das hier. Das sieht, finde ich, deutlich besser aus als alles, was du jemals vorhattest. Hä? Das. Hit the road, Jack. Why don't you come back? Ja, genau, no? Das wollte ich doch. Nee, genau. Nein, wolltest du nicht. Hä, wieso gehst du nicht trotzdem unten ran? Hä? Ja, jetzt raff ich gar nichts mehr. Jetzt bin ich ja unten eingesperrt. Kim, wie soll ich hier jetzt rauskommen? Ja, was ist dein Problem? Jetzt bin ich total. Oder wie findest du das? Guck mal. Ich bin total verwirrt. Hä, bist du eigentlich. Hier, du, guck mal, da. Bist du eigentlich. Nein, und deswegen musste das doch weg unter dem, weil das sich sonst verbindet. Ach so, ja, klar. Ja, hä, nee, nix da, Kian, du bist einfach, gib mal ein paar Kabel hier. Was macht ihr denn da? Was ist denn jetzt das Problem? Ich zeig dir, wie es läuft, wie der Hase, wie der Igel rennt. Däum, du verstehst das Problem nicht. Ich zeig dir, dein Problem ist, dass wenn die nebeneinander sind, sich dann verbinden. Ach so, du willst das einstellen. Ich zeig dir, wie der Isel. Wie der Isel rennt? Nee, kann man nicht. Siehst du, geh mal kacken, Däum, das geht nur an Maschinen, dass du sagst, do not connect. Ich zeig dir, wie der Isel rennt. Und deswegen geht's nicht. Sieht aber ziemlich nice aus. Ja, siehst du? Also. Was denn? Und ob das jetzt in die vier rein. LOL! Ist okay. Das Ding musst du aber noch cool verpacken, das wisst ihr. Kann man machen. Muss man aber nicht. Okay, ich will endlich wieder Sachen anfordern können. Kannst du doch. Ja, aber nee, der macht doch nichts. Wir setzen doch jetzt die Machines runter. Ach so, ja. Du meinst Panels, Solar. Ja, und so MFSUs. Ja, warte, dann eigentlich. Wo brauchen wir denn noch mehr MFSUs? Andi! Also erstens, aus zwei Gründen. Erstens, deswegen hat Andi auch keine Lizenz. Versteht ihr das jetzt? Ja, wofür? Andi, es gibt genau zwei Gründe. Es gibt zwei Gründe. Erster Grund, wir wollen den Macherbonus. Zweiter Grund, überleg mal, angenommen ist es Nacht. So, und dann sind wir übelst am Craften. Und dann auf einmal, weil die... Wie viel Speicher haben wir denn mittlerweile? Zu wenig. Ist der voll oder leert er sich? Ey, wir machen auch noch so... Hallo, füllt er sich oder leert er sich? Vorsicht, nicht bewegen, Don. Füllt er Alarm! Sich oder leert er sich? Okay, was ist hier passiert? Warum ist gerade alles offline? Warum ist hier gerade irgendwas explodiert? Warum hüpfen hier... komische Sachen rum. Ja, scheiße, weil mein Inventar voll ist. Aber warum haben wir keinen Strom mehr? Soll ich Chesty losschicken, Kian? Warum haben wir keinen Strom mehr? Warum machen die... Solar Panels wurden abgelehnt, Däum. Wieso? Ja, Andi, zack mal hier kurz alles auf. Soll ich Chesty losjagen? Wo wir doch gerade beim... Ja, wir haben keine Energie mehr, weil es Nacht ist. Los, Chesty, lauf! Geh schnell schlafen. Nee, hey, es ist Tag, ich war doch gerade schlafen. Chesty sammelt nicht. So, Chesty sammelt. Kian, es ist Tag. But why we don't get any power? Bestimmt, weil wir so einen großen Verlust haben. Ja, du musst mal Chesty entleeren, er ist voll. Ja, wo ist Chesty? Hier, neben mir. Nimm mir das Zeug raus. Warum steht eigentlich... Ja, das ist ja rammelvoll. Warum steht hier oben eigentlich noch so eine scheiß Zentrifuge? Ich hab keinen Platz, ich muss ans System! Alarm, Däum, schnell, wir müssen handeln. Warte. Warum ist hier oben noch so eine Zentrifuge? Ich werde dieses... Sag mir jetzt, warum wir keinen Strom kriegen. Ich
weiß es nicht. Angeblich, die Dinger haben Sonne. So, Notstandsgesetz. Artikel 47 oder welcher. Der Zweck heiligt die Mittel. Es muss eine Notleitung gelegt werden. Wie gut, dass ich den Scheiß hier noch im Inventar habe. Das, das Notstandsgesetz, der Reichskanzler reißt alle Macht über die Energie an sich. Das ist wie ein Strom da, glaube ich. Ja. Nein, das System läuft noch nicht. Ja, warum? Der muss kurz wieder. Kian, ja toll, gut, dass das du die unten. Das System läuft. Das war ja wieder ganz clever. So, jetzt. Das geschickte Notstandsgesetz ist durchgeführt worden. Oh Gott, war das eine geile Aktion. Ich brauche schnell eine Chest, damit ich hier den Kram reinwerfe. Ja, warte, Chest, die kommt doch schon. Oh Gott. Oh Gott, der wird nur hinter alles aus. Ich glaube, der wird nicht jetzt glatt mal erstmal die Folge. Ja, warte, ich muss noch ganz Kram hier einsetzen, aber egal, mach mal gerade. Ja, wir können ja Notstand versetzt. Ach egal. Also gönn ich ein Abo oder lass es bleiben. Bis zum nächsten Mal. Ist auch was.